Hallo, willkommen hinter meinem Spielestapel. Heute reden wir über die Spiele, die ich loswerden werde aus meiner Sammlung, die ich irgendwann, warum auch immer, gekauft habe. Und ich weiß, dass ich sie so oder so nicht spielen werde. Und wir gehen sie durch, werden darüber reden, warum. Es sind viele Spiele, ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ihr werdet sehen, worum es geht. Versteht ihr? Nummer 1, Impossible Creatures auf dem PC, habe ich für ein Video gekauft. Das war's, Spiele unter 3 Euro oder so. Und ich besitze das Spiel bereits auf Steam. Und ich weiß, dass ich so über die PC-Version, ich werde es nie starten. Es ist ein Platz weg, ich werde es darüber nie installieren, nicht starten, sofern es überhaupt auf Windows 10 läuft. Deswegen, Impossible Creatures, fantastisches Spiel, aber es kann weg. Gleiche gilt hierfür, ich besitze es inzwischen auf Steam und werde die reguläre PC-Version nie starten. Ganz abgesehen davon, dass sie super viele CDs zum Installieren hat und ne, will nicht passieren. City Racer Underground Speed. Action in Berlin, London und New York. Ich meine, das klingt ziemlich aufregend. Das klingt nach einem Rip-Off von Need for Speed. Und ich glaube, es soll auch eins sein, aber gleichzeitig sind das eigentlich nur... Es ist ein anderes Spiel da drin. Es ist irgendein Taxispiel oder so. Sie haben ihm nur den Namen von City Racer Underground Speed gegeben, um irgendwie von Need for Speed etwas zu profitieren. Und ich bekam es nicht zum Laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt noch verkaufen kann. Ich glaube, es wird nichts wert sein. Bionicle, die PC-Version. Das Spiel, das erste Bionicle-Spiel, welches auf PC rauskam, was an sich ganz nett ist, denke ich. Jedoch besitze ich die GameCube-Version und dadurch, dass es ein PC-Spiel ist, ist es wieder sehr nervig zum Laufen zu bekommen. Und ich denke, ich werde einfach bei der GameCube-Version bleiben, falls ich das Bedürfnis habe, es jemals zu spielen. Dementsprechend ist ein Platz weg. Und das war's. Yeti Sports auf der PlayStation 1. Als nächstes, Robin Hood's Quest. Auch da bin ich unsicher, ob das Spiel ist, das man überhaupt noch verkaufen kann. Das hatte ich mal eine Browseranleitung. Ich habe es noch auf Rebuy gefunden und ich dachte mir, das Spiel sieht so fürchterlich aus. Es könnte eines der wundervollsten Trash-Spiele sein, die man so findet. Und es ist nicht sonderlich gut. Es ist wirklich nicht gut, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich unspektakulär und langweilig. Man läuft durch irgendwelche Labyrinthe und man macht irgendwie nicht wirklich irgendwas. Es ist nicht so schlecht, dass es lustig ist, es ist einfach nur langweilig. Oh Gott. Autobahnraser, das Spiel zum Film. Autobahnraser waren Spiele, von denen ich damals, als ich in der zweiten Klasse war, unglaublich viel Klassenkameraden habe reden hören, dass es wohl die coolsten Spiele überhaupt sind und sowas. Und ich habe nie eins gespielt. Das ist das erste, welches ich davon hatte. Es ist nicht gut und es gibt einen Film dazu. Das ist ein Spiel. Es ist ein Film, der auf dem Videospiel basiert und das ist ein Spiel, das auf dem Film basiert, der auf dem Videospiel basiert. Und ich denke, der Rest erklärt sich von selbst. Driver 3, kann man nur überlegen, ob ich es nicht behalten will, denn Driver 3 ist dafür bekannt, dass es nicht ganz fertig wurde. Und es ist ein Spiel, welches, wenn man es spielt, in sich zusammenbricht. Es ist komplett verbuggt und relativ unspielbar und absolut fürchterlich, weil es natürlich nett sein. Warte, da oben ist ein Review. Offizielles PlayStation 2 Magazin sagt, wir sind total begeistert von Driver 3. Okay, offizielles PlayStation 2 Magazin. Ich werde euch mal glauben. Ich habe mir vorgestellt, dass man sehr begeistert von diesem Spiel war. Nächstes Spiel. Shaolin Showdown. Dazu, das habe ich mir auch mal gekauft für. Ich habe mal ein paar Videos gemacht, dass anscheinend existiert ein Spiel zu Serie oder was auch immer, XY, und da hatte ich auch Shaolin Showdown und ich dachte, das könnte dafür gut funktionieren. Das Problem ist nur, das Spiel ist dermaßen unspektakulär. Es ist ein super simples Beat'em-up, in dem man immer nur die gleichen Gegner bekämpft und es passiert einfach nichts. Es ist nicht mal lustig, es ist einfach fürchterlich. Dann habe ich ja auch inzwischen eine relativ halbwegs große PSP-Sammlung, welche voll ist mit Spielen, die ich nicht wirklich spiele, weil ich mehrere davon gekauft habe. Deswegen müssen ein paar davon weg. Dissidia 12 oder 2. Ich habe nicht gesagt, das Spiel, die ich loswerden will, schlecht sind zwangsweise. Ich habe nur mit den meisten Final Fantasy Teilen, ich habe keinen Bezug dazu. Das heißt, die Charaktere, die darin vorkommen, ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind und es gibt mehrere Teile davon. Ich habe einen angefangen, ich dachte mir, das ist bestimmt nett, aber ich werde es wirklich nie spielen. Ich brauche keinen Final Fantasy Fighter. Das ist nicht mein Leben. Apropos, wisst ihr, wovon ich auch keinen Fighter brauche? Mortal Kombat auf der PSP. Es hat einen Tetris-Modus, sehe ich gerade. Das ist halbwegs interessant. Ich habe Mortal Kombat 10 auf der PS4. Oder war es Teil 9? Und ehrlich gesagt,
kein Interesse an dem PSP-Teil. Ich werde es nie spielen. Ich weiß es einfach jetzt schon. Harry Potter der Feuerkelch ist das letzte PSP-Spiel, aber ich habe es einmal kurz gespielt, um es mit eigenen Augen zu sehen. Und oh mein Gott, dieses Spiel, es arbeitet sehr stark daran, als Spiel existieren zu können. Und ich denke, es leistet diese Arbeit nicht allzu gut. Dementsprechend, weg. Oh, wir haben noch zwei DS-Spiele. Denkspiele für Dummies! Ich habe es auf Freebuy gesehen und ich dachte mir, das könnte vielleicht lustig werden. Dann habe ich auf die Rückseite geschaut und die Denkspiele für Dummies sind jetzt noch verpackt übrigens. Sudoku, Solitär, Schach und komm schon. Das sind einfach nur die klassischen Brettspiele, die man in eine Videospiel reinpacken kann. Das ist dumm. Kim Possible für den DS. Das Kim Possible Spiel für den DS war auch wieder für das, anscheinend gibt es ein Spiel zu was auch immer. Videoreihe, aber dazu habe ich kein Video gemacht, das Spiel wäre an sich auch wirklich unspektakulär. Dementsprechend packen wir es weg. Wie mache ich das platztechnisch jetzt am besten? Okay, nächster Stapel und das ist der große Stapel. Jetzt wird's ernst, wir haben eine Menge PS2-Spiele. Schlag den Raab auf der Wii. Ein Spiel, in dem man verschiedene Minispiele spielt, welche auf Schlag den Raab basieren, als er so eine Show war. Wie ich mit Entsetzen feststellen musste, gibt es davon mehrere Teile. Ich glaube, es gibt zwischen 3 oder 4 Teile. Und zuletzt kam einer davon auf der Switch raus. Leute scheinen das nach wie vor zu spielen und zu kaufen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Und das war's. Ich habe ein Video dazu gemacht. Es gibt keinen Grund für mich, es jemals wieder zu spielen. Ich habe meinen Nutzen daraus gezogen. Ähnlich verhält es sich damit. Märchenstunde für Mädchen. Klang zuerst nach einem dämlichen Spiel, aber tatsächlich sind es nur, sie nennen es 4 bezaubernde interaktive Märchen. Aber ehrlich gesagt würde ich eher sagen, es sind einfach nur 4, Märchen, die man sich anschauen kann und ist bestimmt nett für kleine Kinder oder so. Ich habe 2 davon im Stream angeschaut und habe meinen Nutzen daraus gezogen. Ich werde es nie wieder anschauen. Nächstes Spiel, oh, das ist ein Klassiker, ein Hit. Witcher 3 auf der PS4. Ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, ah, aber warum Witcher 3? Ist Witcher 3 nicht ein okayes Spiel? Und dazu muss ich sagen, oh, warte, ich denke gerade nach, ob ich es loswerden will. Oh, mir fällt nämlich gerade auf, es kommt mit einer Karte. Ah, oh, die Karte ist wirklich cool. Der Grund dafür ist, ich habe das Spiel auf PC. Und auf der PS4 hat es, oh, das ist so eine coole Karte. Schau ich das an. Der PS4 hat so lange geladet. Vielleicht will ich es doch behalten. Ich behalte es für die Karte, glaube ich. Ich habe mich umentschieden. Warum sieht die Ingame-Karte nicht so gut aus? Sehen wir das zurück. Sehen wir das zurück. Ich will es behalten. Das ist ein falscher Alarm. Gerade noch gerettet, Witcher 3. Gerade noch gerettet. Nächstes Spiel. Call of Duty Infinite Warfare. Irgendeine Special Edition, bei der auch Modern Warfare dabei war. Dieses Spiel ist ebenfalls noch eingeschweißt. Die Sache ist, ich wollte es nicht haben. Aus irgendwelchen Gründen bekam ich es von Activision zugeschickt. Sie haben mich gefragt, ob ich es haben will. Ich wollte es nicht haben. Ich bekam das, als es neu war. Das ist ungefähr 4 Jahre her. Ich habe es nie ausgepackt und ich denke, es ist an der Zeit, sich zu verabschieden. Ist es moralisch in Ordnung, ein Spiel zu verkaufen, welches ich zugeschickt bekam? Man könnte Wort darüber verlieren, dass das nicht ist, aber gleichzeitig, komm schon. Das ist so alt, das ist nichts mehr wert. An dem Punkt ist okay. Dragon Quest Heroes. Dynasty Heroes im Dragon Quest Universum. Klingt nach einer netten Sache. Gleichzeitig, das einzige Dynasty Heroes-artige Spiel, das ich hier in meinem Leben brauche, ist Hyrule Warriors. Und das habe ich gespielt und weiß nicht, ob ich es mir gekauft habe. Ich habe es, seit ich die PS4 besitze, seit einigen Jahren und ich habe es nie gestartet. Wahrscheinlich werde ich das auch nie. Das nächste ist Evil Within 2. Was immer noch ein Spiel ist, das ich mir gerne mal anschauen würde. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass zumindest der erste Teil von vielen Leuten, von dem Development-Team von Resident Evil 4 war und das relativ ähnlich sein soll, nicht ganz so gut. Und deswegen war ich eigentlich interessiert. Und ich glaube, ich habe auch die beiden Teile auf dem PC, weil nämlich ein Humble Bundle ist oder so dabei. Dementsprechend keine Verwendung mehr dafür. Dragon's Dogma hab's auf PC. Zusätzlich nicht der größte Fan davon. Fallout 4. Fallout 4. Dieses Spiel kam zu einer seltsamen Zeit, als man, wenn man eine Steelbox Edition von dem Spiel gekauft hat, man 2 Hüllen bekam. Bin mir am besten bin nicht sicher, was sie sich dabei dachten, aber das war für eine Zeit, dass wie sie es gehandhabt haben. Yeah. Das ist Fallout 4. Ich hab's ein bisschen gespielt und schnell beschlossen, dass das mit dem Spiel und mir, dass das keine Zukunft haben wird. Mortal Kombat X. Oh ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich noch Mortal Kombat X auf der PS4 habe. Rate mal, wer dieses Spiel nie gespielt hat, seit er es besitzt. Ich
dachte, das wäre cool, weil es sieht immer cool aus mit diesen ganzen Finishern und sowas, mit diesen Aufnahmen von irgendwie Knochen gebrochen werden und sowas. Und es wäre auch nett, aber oh, ich weiß nicht, was das Problem war. Ich wollte es mal spielen, aber dann, ich weiß gar nicht warum. Aber ich konnte nur irgendwie den Trainingsmodus spielen oder so und keinen Singleplayer. Und danach habe ich mir nie wieder die Mühe gemacht, überhaupt zu starten. Ich habe es auch gebraucht gekauft, deswegen. Hätte ich was zusätzlich runterladen müssen oder haben die es kaputt gemacht, dass man es gebraucht spielen kann oder sowas, wenn man irgendeinen Code eingeben muss? Ich weiß nicht, es war seltsam. Und ich bin an sich nicht der größte Fan davon. Sacred 2, darüber habe ich mal in einem Video geredet. Es ist ein entsetzlicher Port von einem PC-Spiel, welches ich in der Zwischenzeit wieder gespielt habe und gar nicht so gut wie in meiner Erinnerung. Und PS3-Port, absolut fürchterlich. Weiß nicht mal, wer es überhaupt kaufen würde, außer mir jemals. Batman Arkham Asylum habe ich auf PC. Assassin's Creed 2 habe ich auf PC. Crazy Frog Racer besitze ich dreimal. Deswegen kann einer weg. Pets, Katzenfreunde. Hä? Pets, Katzenfreunde? Nein. Oh, bei den PS2-Spielen haben wir jede Menge Trash, den ich mal gekauft habe, laufen uns ja irgendwann für Videos oder sowas gut sein wird. Und meist ist er es nicht und deswegen, es muss weg. Mr. Bean, haben wir Video dazu gemacht. Auftrag erfüllt. Gibt keine Verwendung mehr dafür. Raymond Raving Rabbids 1 auf der PS2. Entsetzlicher Port von einem okayen Partyspiel. Auf der Wii zumindest. Und die PS2-Version. Man muss bei der Steuerung immer beide Sticks irgendwie hoch und runter die ganze Zeit drücken, um das Schütteln der Wiimote und Nunchuck zu imitieren. Und es ist absolut nicht allzu spaßig. Es kann weg. Jimmy Neutron. Hab Video dazu gemacht. Auftrag erfüllt. Kim Possible. Das gleiche wie mit der DS-Version, nur in dem Fall. Hab's im Stream mal gespielt, für äußerst langweilig empfunden, Auftrag erfüllt. Dora. Dora rettet die Meerjungfrauen. Das ist quasi eine Dora-Folge als ein Spiel, welches 45 Minuten lang geht. Hab's im Stream gespielt, war nicht so lustig wie erhofft, es kann weg. Shreks schräge Partyspiele. Das ist ein Shrek-Partyspiel auf der PS2. Ich hasse es, dass es existiert. Wie die meisten Spiele, die hier aufgelistet werden. Es ist nicht so trashig, wie dass es lustig wäre, sondern einfach nur Und natürlich Barbies Pferdeabenteuer im Reitercamp. Ebenfalls haben wir dazu gemacht. Ich werde es nie wieder spielen. Es kann weg. Und das sind soweit alle Spiele, die ich zusätzlich noch welche dazu von den zufälligen PS2-Spielen, die ich im letzten Video ausgepackt habe, aber das ist okay. Das sind auf jeden Fall Spiele, die ich in absehbarer Zeit dann Rebuy oder was auch immer verkaufen werde, damit ich sie einfach los bin. Ich schätze, dass ich, zum einen schätze ich, dass viele Spiele gar nicht erst angenommen mehr werden, weil sie einfach niemand mehr kaufen würde. Außer er sucht irgendwie verzweifelt was für seine YouTube-Videos. Aber ich schätze, ich werde bestimmt 15 Euro dafür bekommen. Und ja, das sind Spiele, die ich loswerden will. Sehr viele PS2-Spiele. Aber dann kommt sie auch alle so günstig. Und oh mein Gott, ich sehe gerade, das Mr. Bean-Spiel ist von Blast, wie auch immer das Unternehmen heißt. Das ist die gleiche Firma, von der auch dieses Mysteron-Spiel ist, welches noch original verpackt war, als ich es bekam bei zufälligen PS2-Spielen. Ist mir nur gerade aufgefallen, aus irgendwelchen Gründen. Ah ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren Spiele, die ich loswerden will, habe ich angemerkt. Außerdem, wenn ihr die Show unterstützen wollt, damit ich mehr Spiele kaufen kann, die ich irgendwann in Zukunft dann wieder loswerden werde, schaut auf Patreon vorbei, wie all die Namen, die vorbeiscrollen. Ihr habt 2,50 pro Monat und dann bekommt ihr früheren Zugriff auf Videos, üblicherweise. Ah, und ja. Bis zum nächsten Mal.